Christina Stürmer, zweifelsfrei eine der erfolgreichsten Sängerinnen im deutschsprachigen Raum. Bislang mehr als 1,5 Millionen verkaufte Tonträger. Seit 2003 stürmt Christina passend zu ihrem Nachnamen die Charts. Im März gab es sogar einen Radioecho für ihren Hit Millionen Lichter. Beim Auftaktkonzert der Lange Nacht der Musik in der BMW-Welt lieferte sie einen Ohrwurm nach dem anderen. Ich höre auf mein Herz ist nicht nur der Titelsong von ihrem bereits achten Album, sondern auch ihr Lebensmotto. Und diese Botschaft transportiert Österreichs erfolgreichste Sängerin auch in ihren Songs. Während die Münchner bereits zum 15. Mal in den Genuss der Lange Nacht der Musik kommen, ist Christel, wie sie liebevoll von ihren Fans genannt wird, zum ersten Mal mit dabei. Rund 400 Konzerte in über 100 Spielstätten und das alles in nur einer Nacht. Ja, dieses Konzept bekommt auch von Christina Stürmer ein Gefällt mir. Ich finde es großartig und geil, dass man einfach mit einem Ticket so viel sehen und hören kann an einem Abend. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Eben gerade bei uns jetzt das Auftaktkonzert. Mich freut es total, dass wir sozusagen eigentlich die Eröffnung machen können. Und von Pop bis Jazz ist ja echt alles dabei und das finde ich einfach super. Und das um einen echt extrem günstigen Kurs. Wohl wahr. Wo bekommt man sonst so viel Musik auf die Ohren für nur 15 Euro? Jahr für Jahr genießen über 20.000 begeisterte Musikfans die lange Nacht der Musik. Es ist ein tolles Konzept und es steht der Stadt München sehr gut, wenn in der ganzen Nacht was los ist, wenn die Stadt belebt ist, und es steht der BMW-Welt ganz gut. Das spricht auf der einen Seite natürlich für die Attraktivität der Lange Nacht der Musik und auf der anderen Seite für unser gutes Gespür, wer ist denn gerade angesagt. Und die Stürmer ist aktuell besonders angesagt. Für 10 Fans ging an diesem Abend sogar ein Traum in Erfüllung, ein Meet and Greet mit ihrem persönlichen Lieblingsstar. Gemeinsame Fotos und Autogramme im Sekundentakt und für ein bisschen Smalltalk blieb auch noch Zeit. Christina Stürmer, ein Star zum Anfassen. Ja, ich bin extra aus Oberösterreich hergekommen und ich bin einfach ein Fan, weil ich einfach ihre Musik so gut finde und sie einfach so authentisch rüberkommt. Taugt mir einfach richtig gut, ihre Art auf der Bühne zu stehen, die Musik zu leben, und es macht einfach sau viel Spaß. Dass Christina halt so am Boden geblieben ist, das finde ich gut. Und das Treffen war einfach einzigartig, weil ich noch nie auf einem Meet and Greet war und weil es einfach ein wunderschönes Erlebnis war, sie persönlich kennenzulernen. Christina Stürmer in Konzert. Ein perfektes Opening für die 15. Ausgabe von der Lange Nacht der Musik.